Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Nachtvorlesungen nachgefragt. In unserer heutigen Sendung geht es um die Chirurgie der Lungenmetastasen. Dazu habe ich mir als Spezialisten Herrn Dr. Klaus-Dieter Diemel eingeladen. Er ist Chefarzt der Thoraxchirurgie an der Asklepios Klinik in Hamburg-Barmbek. Hallo Herr Dr. Diemel, schön, dass Sie da sind. Was genau sind Lungenmetastasen? Nun, Lungenmetastasen sind Tochtergeschwülste, also Absiedlungen von Tumoren, die in jeder Körperregion entstehen können, außerhalb der Lunge, die sich dann in der Lunge niederlassen. Und das muss man eben unterscheiden von Tumoren, die primär in der Lunge entstehen. Das wäre der klassische Lungenkrebs, das ist etwas ganz anderes, das sehen wir auch sehr oft. Aber die Lungenmetastasen kommen sozusagen von außerhalb der Lunge. Von welchen Krebsarten geht das dann auch? Welche Krebsarten führen zu Tochtergeschwülsten in der Lunge? Also die Lunge sitzt ja wie ein Filter zwischen großem und kleinem Kreislauf. Deshalb ist im Grunde für viele Tumoren die Lunge ein Absiedlungsort. Allen voran der Darmkrebs, ist ja auch der häufigste Tumor in unserem Land. Dann zusätzlich Nierenkrebs, Brustkrebs, das sind die häufigeren. Das Melanom kann sich dort absiedeln, auch der Hodenkrebs oder der Schilddrüsenkrebs und auch Tumoren aus dem Kopf-, Halsbereich, also sozusagen von allen Seiten. Bei Metastasen denkt man ja immer daran, dass der Krebs wahrscheinlich schon sehr fortgeschritten ist. Wie kann man da trotzdem noch behandeln? Also das ist ein ganz wichtiges Thema, was Sie da ansprechen. Das ist ja in der Tat so ein metastasierter Zustand. Bei einem Krebsleiden gilt ja als sehr weit fortgeschrittenes Leiden, was im Prinzip auch mit einer deutlich verkürzten Lebenserwartung ja in aller Regel verbunden ist. Deshalb ist die Basis in einer solchen Situation sehr, sehr häufig bei den allermeisten Tumoren eine systemische Therapie, sodass die Basis eine Chemotherapie darstellt, die als Infusion gegeben wird und die Chirurgie lokal in verschiedenen Bereichen durchaus dann hier hilfreich einschreiten kann und bei einem gut kontrollierten Tumor, gut kontrolliert durch die Chemotherapie, hier die Metastasen entfernen kann und damit durchaus für eine deutliche Verlängerung des Überlebens sorgen kann. Es geht hier also um eine Verlängerung des Lebens, also eine Heilung, ist die auch möglich? Das kann man so generell nicht sagen. Wir haben keine sehr kontrollierten Studien zu diesem Thema, weil das aus verschiedenen Gründen gar nicht machbar ist. Man kann nicht einem Patienten eine Metastasenchirurgie anbieten, einem anderen sie vorenthalten, um die beiden zu vergleichen. Das ist ethisch sehr schwierig. Und deshalb haben wir nur aus großen Patientenkollektiven Langzeitanalysen aus vergangenen Jahren. Und dort sieht man, dass zum Beispiel bei einem Darmkrebs, der im metastasierten Zustand unbehandelt, eine 5-Jahres-Überlebensrate nur für 5-10% der Patienten hat, hier deutlich besser überlebt wird, wenn die Metastasen operiert und damit entfernt werden. Da steigen die Überlebensraten zum Teil bis auf 40-45%. Und weiterhin gibt es Tumoren, die von einer Chemotherapie sich gar nicht beeindrucken lassen, wo nur die Chirurgie quasi als Therapie in Frage kommt. Und bei solchen, das sind insbesondere Sarkome, bei solchen Tumoren gelten hier auch die chirurgischen Maßnahmen in allererster Linie als die wichtige Therapie. Welche Voraussetzungen muss ein Patient erfüllen, damit seine Lungenmetastasen operiert werden? Also das ist eine sehr individuelle Betrachtungsweise zunächst, aber es gibt ein paar grundsätzliche Kriterien, die erfüllt sein müssen. Das ist zum Beispiel das Kriterium, dass der Ersttumor, der die Metastasen losgeschickt hat, wenn Sie so wollen, dass der unter Kontrolle ist. Was bedeutet dass er das? Operiert ist oder chemotherapiert ist, sodass von ihm
im Grunde nach dem derzeitigen Wissen keine neue Metastasierungsgefahr ausgehen kann. Dann sollte es in jedem Falle so sein, dass die Metastasen chirurgisch komplett entfernt werden können. Das muss ein erfahrener Chirurg vorher abschätzen, weil die Radikalität bei der Operation, sprich das Entfernen aller Metastasenbezirke, ist ganz wichtig für den Erfolg dieser Operation. Man kann durchaus mehr als eine Metastase operieren. Das ist nicht auf singuläre Metastasen beschränkt. Auch in verschiedenen Organen gleichzeitig? Das geht auch. Das ist dann allerdings im interdisziplinären Konzept zu sehen. Zum Beispiel Patienten mit Lungen- und Lebermetastasen, die zunächst in aller Regel an der Leber operiert werden. Das ist dieses sogenannte Liver-First-Konzept, was wir auch in Baumbeck nachhaltig betreiben. Und dann im zweiten Anlauf eben an der Lunge operiert werden und die dann damit komplett metastasenfrei sind. Wie läuft da so eine Operation ab, jetzt bei Ihnen in der Thoraxchirurgie in Baumbeck? Also zunächst ist es mal ganz wichtig, dass man für den Patienten individuell zunächst die Entscheidung findet, kann man ihm eine Metastasenchirurgie anbieten, wird er davon profitieren. Deshalb wird die Entscheidung für oder gegen eine Metastasenchirurgie immer interdisziplinär getroffen von mehreren Abteilungen, die in der sogenannten Tumorkonferenz zusammensitzen und diesen individuellen Fall beratschlagen. Und hier sind bestimmte Kriterien eben sehr wichtig, die man beim einzelnen Patienten berücksichtigen muss. Das ist zum einen der eigentlich wichtigste Punkt. Kann die Chirurgie die Metastasen oder die Metastase vollständig und gründlich entfernen? Eine der wichtigen Voraussetzungen für die Chirurgie. Wenn das möglich ist, sollte man dem Patienten diese Form der Chirurgie anbieten. Und die Chirurgie muss dann entsprechend für diesen Patienten auch verträglich sein. Hier kommt eben ins Spiel die Lungenfunktion, was ein ganz wichtiger Parameter ist, weil alles, was an der Lunge operiert und entfernt wird, nimmt Lungenfunktion. Und hier muss eben die Kapazität, die der Patient mitbringt, berücksichtigt werden, ob er nach einer Operation hier noch ausreichend Reserven besitzt, um gut damit leben zu können, weil Lungenfunktion stellt Lebensqualität dar. Und nochmal genau zu der OP, wie unternimmt man so eine OP an der Lunge? Wie werden diese Metastasen entfernt? Die Metastasenchirurgie ist eine der letzten Bereiche der Chirurgie, die fast ausschließlich als offene Chirurgie betrieben wird, wo die Schlüssellochchirurgie nur für die Diagnostik vielleicht einen Platz hat. Der Grund ist, dass man eben alle Metastasen entfernen muss, wenn man erfolgreich sein will. Und das bedeutet, dass man das komplette Organ Lunge intraoperativ untersuchen muss. Man muss die Lunge komplett durchtasten und muss alle Suspekten, alle verdächtigen Herde, muss man dann entfernen, weil eben auch alle Bilduntersuchungen, die möglich sind, durchaus manche Herde übersehen können. Und das feinste Instrument hierfür ist immer noch der Tastsinn. Nicht? Wenn Sie selber können ein Salzkorn gut tasten, von dieser Größe, Salzkorn wird man im Röntgenbild nie sehen können. Deshalb ist es sehr wichtig. Es wird offen operiert. Und der zweite große Grundsatz ist, so sparsam wie möglich. Das heißt also, so viel wie möglich Lungengewebe zu erhalten, die Metastasen nur sicher auszuschneiden, aber keine großen Lungenanteile möglichst zu entfernen, wenn sich dies vermeiden lässt. Sie haben gerade den Tastsinn angesprochen. Also muss ein Chirurg wie Sie natürlich auch, also ein Experte auf diesem Gebiet, natürlich auch ein sehr versiert sein und sehr viel Erfahrung auf diesem Gebiet haben, weil, also ertastet, kann man diese Metastasen dann sozusagen mit den Fingern ertasten?
die kann man ertasten. Und wenn man eben aus Erfahrung weiß, dass dies von anderen durchaus auch tastbaren Strukturen in der Lunge gut zu unterscheiden ist, dann muss man diesen Herd entfernen. Und eben so sparsam wie möglich. Und hier ist es eben ganz wichtig, dass man wirklich auch moderne Techniken einsetzt dafür. Die althergebrachte Technik ist mit den Klammernahtgeräten die Metastasen aus der Lunge herauszuschneiden. Das sind Gerätschaften, die luftdichte Nähte machen und gleichzeitig ein Messer in sich führen. Die modernere Technik hier ist, den Laser zu verwenden, den Operationslaser, und dies als Laseroperation durchzuführen. Das hat den Vorteil, dass man die Schnittkante frei führen kann und den Schnitt der Metastase, also dem Bedarf, anpassen kann und nicht dem Instrument nachgehen muss. Kann es sein, dass sich Metastasen auch, selbst wenn Sie sie erfolgreich schon rausoperiert haben, wieder zurückentwickeln? Das ist richtig. Das sogenannte Rezidiv ist eine nicht seltene, man kann fast sagen, Komplikation. Metastasen treten durchaus wieder auf und auch dann gilt im Grunde die Betrachtung wie beim Erstauftritt einer Metastase. Die Bedingung ist ja immer, dass der grundlegende Tumor, vor der die Metastasen setzt, behandelt, operiert, therapiert, in irgendeiner Form unter Kontrolle ist, sodass also die Absiedlung der Metastasen wieder neu betrachtet werden kann. Der ursprüngliche Tumor wird in dieser Situation nochmal nachgeschaut, ob hier alles in Ordnung ist. Und wenn nach diesen Untersuchungen kein Anzeichen dafür da ist, dass der ursprüngliche Tumor wieder entstanden ist, so kann man auch in dieser Situation gut wieder eine Metastasenchirurgie betreiben. Und auch die hat in dieser Situation, das wissen wir durch entsprechende Untersuchungen, auch die hat wieder einen Überlebenserfolg für den Patienten. Auch die bringt wieder Überlebenszeit. Und was für Alternativen zur Operation gibt es? Also Sie hatten schon die systemische Therapie angesprochen. Gibt es noch weitere? Es gibt durchaus Alternativen. Es gibt im Grunde zwei wesentliche. Das ist einmal die inzwischen sehr ausgefeilte, hochtechnisierte Bestrahlung, die stereotaktische Bestrahlung, die mit sehr kleinen Bestrahlungsvolumina arbeitet, also nur ganz kleine Bezirke bestrahlen kann, mit großer Sicherheit. Die kann man bei Patienten einsetzen, die eben eine nicht ausreichende Lungenfunktion für eine Operation aufweisen. Und es gibt auch Verfahren, wo man Laserstrahlen oder Hitzestrahlen mit kleinen Stäbchen von außen einführen kann, um diese Tumoren zum Einschmelzen zu bringen. Man muss aber sagen, dass die Sicherheit, die Metastase gänzlich zu vernichten bei diesen Methoden nicht so hundertprozentig ist oder nicht so zuverlässig ist. Im Vergleich zur Operation. Bei der Chirurgie. Okay. Was ist besonders wichtig dabei in so einer Abteilung wie in der Thoraxchirurgie? Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Es muss eine Abteilung sein, die eingebunden ist interdisziplinär in ein, sowohl in ein Tumorzentrum mit entsprechenden Tumorkonferenzen, wo die Patienten interdisziplinär betrachtet werden können. Es muss auch eingebunden sein. Und da haben wir das große Glück in Barmbek, dass wir das mit den Viszeralchirurgen zusammen angehen können in ein chirurgisches Zentrum, in dem sowohl die Ersttumoren als auch die Metastasen behandelbar sind, chirurgisch gut behandelbar sind, das heißt in dem Fall bei den meisten Lungenmetastasen Patienten sind als zusätzlicher Metastasierungsort wäre die Leber zu nennen,
sodass also hier in Kombination mit einer guten Leberchirurgie in einem chirurgischen Zentrum dies gut angegangen werden kann. Wichtig sind weiterhin, dass man gute technische Voraussetzungen hat, sodass man auch moderne Technologie benutzt, wie zum Beispiel den Operationslaser, der in seiner letzten Entwicklung so weit ist, dass man wirklich nicht nur einzelne, sondern auch durchaus mehrere, nun nicht gerade sehr, sehr viele, sehr diffuse Lungenmetastasen, aber durchaus mehrere Metastasen in einer Lunge operieren kann. Wir haben hier in Barmbek das Glück, mit so einem Gerät arbeiten zu können. Und man sieht, dass man den Patienten damit sehr viel Lungenfunktion erhalten kann, die sonst verloren wäre. Also kann man mit der Chirurgie von Lungenmetastasen einen deutlichen Behandlungserfolg erzielen? Ja, das kann man sicherlich so sagen. Das ist abhängig von dem ursprünglichen Tumor natürlich. Aber bei dem zum Beispiel am häufigsten auftretenden Darmkrebs wissen wir, dass die Überlebenszeiten, die durch die Metastasenchirurgie entstehen, dem Patienten einen deutlichen Vorteil bringen können. Herr Dr. Diemel, herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne, vielen Dank. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir denken, wir konnten Ihnen nun die wichtigsten Fragen zum Thema Chirurgie der Lungenmetastasen zusammenstellen. Wir freuen uns, wenn Sie sich auch bald wieder bei uns reinklicken auf asklepios.com oder auf YouTube. Tschüss und auf Wiedersehen.